No, 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 no. Was ist denn mit deinem Pferd verkehrt? Der benimmt sich ja wie eine offene Hose. Bevor ich dir erzähle, was tatsächlich mit deinem Pferd verkehrt ist, like und speichere den Beitrag, dann hast du ihn später auch noch zur Verfügung. Wenn dein Pferd widersetzlich ist, wenn es in Widerstand geht, wenn es sich aufregt, anspannt, davon rennt, buckelt und ansonsten auch noch respektlos ist, dann ist immer die Frage, was ist mit dem Pferd jetzt verkehrt? Warum geht es denn in Widerstand? Was kann ich am Pferd ändern, damit es sich beruhigt, damit es mir vertraut und damit es alles wieder gut wird? Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Mit deinem Pferd ist gar nichts verkehrt. Dein Pferd kann doch gar nicht anders. Du bist angespannt, du bist im Was-wäre-wenn, du hast Kopfkino, dein ganzer Körper ist auf Alarm, Schnappatmung, Herzrasen, Schweißausbruch. Du signalisierst ihm nichts anderes als Gefahr. Also, wie soll's dann entspannt bleiben? Oftmals sind die Pferde ja sogar entspannt, einigermaßen. Und der Mensch ist aber immer unentspannt und immer unentspannt und geht immer mehr in die Gefahr und irgendwann ziehen sie die Pferde mit. Dein Pferd spiegelt dich. Es wird dir in die Angst und in die Panik folgen. Es ist ein Flucht, es ist ein Beutetier. Wie reagieren Flucht- und Beutetiere, wenn ihnen Gefahr signalisiert wird? Mit Flucht. Deswegen ist es ein Fluchttier. Also, lass dein Pferd, wie es ist. Dein Pferd reagiert wie ein ganz normales Pferd. Hör auf, ihm ständig Gefahr zu signalisieren. Das macht deinem Pferd auch keinen Spaß. Schau, dass du dich runterfährst, dass du ruhig wirst, dass du deine Angst in den Griff kriegst. Und dann werdet ihr wieder vertrauensvoll zusammenwachsen. Ganz einfach, oder?